Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge F1 in der Koop-Karriere mit dem Mike. Hey Leute! Wir sind heute in Brasilien. Ich schaue natürlich direkt mal aufs Wetter. Qualifying sieht gut aus. Regen sieht auch gut aus. Das ist gut. Was? Rennen sieht auch gut aus, nicht Regen. Ach so, ja, ja. ich sehe gerade die Boxenausfahrt. What the fuck? Die Strecke ist derzeit frei. Also an die Box sollte man hier nicht unbedingt gehen. Guck mal, die ist voll lang. Das geht von... Junge. Alter. Leute, ich weiß übrigens immer noch nicht, ob ich die Facecam bei mir einblende oder nicht. Ich nehme gerade mit ihr wieder auf. Aber... ja, ich weiß, ich habe mir die erste Aufnahme mit der Facecam noch gar nicht richtig angeguckt. Deswegen keine Ahnung, ob das gut aussieht, ob ich das nehme oder nicht. Ja, dass ihr Bescheid wisst. Natürlich wieder aus beiden Sichten. Ja, jeweils andere beim i verlinkt. Und, ja, ist die Strecke... Du hast die Test gefahren, ich nicht. Ist die... Kann man da irgendwas verändern? Sollte man irgendwas verändern? Einfach so ich lassen. Ich habe nichts verändert. Ich verändere aber auch nie was. Und sie ist... Sag mal, schon eine anspruchsvolle Strecke, weil es geht viel hoch und runter und manche Kurven sind auch nicht so gerade, sondern so ein bisschen gebeugt, weißt du? Also so ein bisschen schräge Kurven. Okay, ja. Vor allem, wenn man mit Vollgas auf Stadtziel zubrettert, das ist auch schräg und das kann ziemlich heftig sein. Ja, mit kann man keinen Regen. Mit Regen wäre die Strecke wirklich absoluter Killer. Das glaube ich auch. Muss mir die gerade ein bisschen mal angucken. Bist du schon draußen? Ich fahre jetzt gleich schon meine erste gezeitete Runde. Oh. Krass. War gerade Startziel. Jemand hat auch letztens in die Kommentare geschrieben. Das war halt schon ein bisschen länger her, weil wir haben schon zwei weitere Rennen aufgenommen. Weil ja jetzt jeden Tag F1 kommt. Aber es hat jemand in die Kommentare geschrieben, dass wir Mercedes einfach beim Start ausbremsen sollen. Dass sie uns hinten drauf fahren und dass sie dadurch einen roten Frontflügel bekommen. Ich weiß nicht, ob wir das probieren sollen. Also, wir haben jetzt nochmal nachgerechnet. Wir haben nicht die Chance, bei der Konstrukteurrangliste auf Platz 1 zu kommen, wenn wir Erster, Zweiter sind, aber Mercedes Dritter, Vierter. Dann können wir es nicht schaffen. Wir müssten echt darauf hoffen, dass mindestens einer der Mercedes, gar keine Punkte holt. Und wir dann trotzdem Erster und Zweiter sind. Das wird alles ein bisschen kritisch. Und deswegen, eigentlich könnte man mit so einer, ja, wirklich hässlichen, unsportlichen Taktik fahren. Weil sonst würden wir es nicht schaffen. Weil wir... Ich hab Autos hier. Ich sehe es. Weil, ja, man kann nicht davon ausgehen, dass Mercedes einfach so rausfliegt. Und ja, dafür müssen wir irgendwie vielleicht sowas Hässliches tun. Ich weiß es nicht. Ich sehe auch, die Box ist ultra lange. Also ich weiß nicht, wenn wir die irgendwie, ja. Ich habe hier auch was ultra hässliches. Auch Mann. Hilfe, Bot, du musst für mich fahren. Was bitte? Ist? Minimier jetzt nicht. Es hat minimiert, scheiße. Oh nein. Ja, auf jeden Fall, Leute. Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Junge, das leckt übel, ne? Hallo? So, ich muss einmal meine Aufnahme kurz neu starten. Jetzt müsste es eigentlich aufhören zu laggen. Weil ich kurz halt minimieren musste. Ja, aber das minimiert hat. Ja. Ich verstehe das nicht. Ja, jedenfalls, es kann schon sein, dass auch F1 2018 schon online kam. Mit einer neuen Saison. Diese Saison wollen wir, wie gesagt, auch gut zu Ende bringen. Mit unfairen Mitteln oder nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir das machen sollen, aber die Box ist sehr, sehr lange. Heißt, wenn wir Mercedes dazu bringen, dass sie rote Frontflügel bekommen, zumindest einen davon, werden sie wohl auf Platz 20 sein und werden ultra Zeit verlieren. Ich weiß nicht, ob die das dann noch rausfahren, weil sie ja extrem gut fahren, beide. Aber, ja, keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. So, ich fahre jetzt auch mal raus. Das wäre auch eine Idee. Alles klar. Weil jetzt sind ein paar weniger draußen.
Mann, irgendwas ist schon wieder in meinem Hals, Alter, ich krieg's kotzen. Du hörst dich wieder sehr dumpf an. Sehr dumm. Das, ja. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich. Weil du immer vor. Erst 10 Minuten vor der Aufnahme aufstehst. Ja, das auch. Mann, warum nehmen wir auch so früh auf? Was ist das? Du bist eine Stunde zu spät gekommen, Alter. Ja, Mann, es tut mir doch leid. Ich weiß noch nie, was ich mache. Leute, in den Ferien, das ist. Lang schlafen. In den Ferien, das ist kritisch. Das ist. Ich hatte gestern einen Kumpel hier und. Oh, shit. Junge, was mache ich gerade? Ich hatte gestern einen Kumpel hier und dann. Ist halt so das Problem, dass wir dann spät ins Bett gegangen sind und dann war ich ultra müde. Bin zwar gestern nicht spät ins Bett, aber ich habe halt heute trotzdem ein bisschen verschlafen. Ja, und dann passiert's halt, Mann. Oh Gott, ich fahre gerade ultra die Kacke zusammen. Auch. Ich schwitz schon wieder, das gibt's doch nicht. Ich hatte nur eine gezeitete Runde. Meine zweite war voll viel besser und dann bin ich von der Stuttgart gekommen. Oh, ich rutsch. Hä, was ist das? Strecke ist ja voll komisch. Ich rutsch die ganze Zeit. Ja, ja. Ist eine Rutschpartie, die Strecke hier. Also ich wäre dafür, dass wir das machen. Mit Mercedes. Die Box dauert schon lang. Ja, das stimmt. Also... Die verlieren dann die Größe. Es ist halt so unsportlich, aber du musst halt überlegen. Subtil versuchen. Du musst halt überlegen. Früh anzubremsen. Ja, du musst halt auch machen, wenn du hinter mir bist oder was auch immer, sonst fährst ja, du. Ja, ich fahr seitlich von dir und der eine Mercedes ist hinter dem einen, der andere Mercedes hinter dem anderen und dann wahrscheinlich so fahren dann, weil wir wirklich richtig früh bremsen. Wir sprechen uns dann so ab, so sagen jetzt und zack auf die Bremse und dann so alle 20, also alle 18 anderen Autos fahren so hinten auf uns drauf. Das wäre so crazy. So 5 Leute schalten aus, Safety Car, alles. Das wäre echt witzig irgendwo, ne? Also ich meine, die Saison ist ja eh jetzt gelaufen, ne? Ob wir jetzt Konstrukteur, wir schaffen es sonst nicht, also ja, es ist eh schon rum. Die neue Saison hat ja jetzt schon sogar angefangen, glaube ich. Und ja, keine Ahnung. Ein Versuch wäre es mir wert. Aber wenn es klappt, dann wäre es vielleicht ganz cool. Ist halt schon extrem hässlich, aber... Das ist die bislang schnellste Runde. Gut gemacht. Also ich war ganz, ganz knapp schneller als du, glaube ich. Das war gar ja, nicht gut. Krass schneller. Mitten nur eine Sekunde hinter mir. Könnte sich beim zweiten Versuch nochmal verbessern. Und ich hätte mich auch locker wirklich viel, viel verbessern können. In meiner zweiten Runde. Deswegen fahre ich jetzt gerade auch nochmal raus. Ah, ich weiß nicht, wie viel Benzin ich mit habe. Verdammt. Ich bin Profi, was die Facecam angeht. Ich habe ja auch gerade Stress gehabt, weil ich nicht. Es war mir ultra peinlich, dass ich so spät komme. Aber ich habe die Softboxen gerade vergessen anzumachen, merke ich gerade. Sehr gut. Strahlt mich hier nichts an. Also die Beleuchtung, Leute, ändert sich gleich. Ich bin ein Profi, was das angeht. Ich benutze die erst seit ein paar Tagen. Das ist auch so. Also ich wäre viel, viel pünktlicher gekommen, wenn ich mich hier nicht richtig anziehen muss und Haare machen und dies und jenes. Das wäre ich viel pünktlicher gekommen. Aber ich will hier nicht wie der letzte Ranzbatzen sitzen. Also... Da hab ich mich noch fertig gemacht, ja. Fährst du auch nochmal raus? Ich bin gerade nochmal rausgefahren. Okay. Wenn du jetzt nochmal reinfährst, schaffst du es wahrscheinlich nicht mehr rauszufahren. Nee, mach ich auch nicht. Ich fahre ja erst die dritte Runde. Also ich probiere nochmal, die hier probiere ich nochmal gut zu fahren. Dann mache ich ja immer 3 Runden, probiere ich immer gut zu fahren. Ja, ich hatte halt einen kaputten Frontflügel, ich musste rein. Hattest du einen kaputten Frontflügel, was? Ja, ich bin ja von der Strecke abgekommen. Hab gar nicht mitbekommen. Ups. Aber diese eine Passage hier ist so eng. Wo ich glaube, das ist jetzt nur eine gezeitete Runde. Also so breit ist die Strecke nicht, da hat mir Malaysia viel besser gefallen. Das war für mich so eine krasse, geile Strecke einfach. Also sie war vielleicht nicht die beste Strecke, aber sie war halt schön breit und ja, da man ist konnte auf roter Frontflügel. Gas drücken, oh fuck. Ah, okay, ich kann keine gezeitete Runde mehr fahren. Das ist mies. Also ich bin nicht rausgeflogen bisher, aber. Wie gesagt, hier ich ist so ein bisschen die hoffe, Straße ich bleib eng. Auf Platz 2. Ich finde die eng.
Das kann echt gut passieren, dass man hier mal, wenn halt mehrere nebeneinander sind, sich wegcrashen. Zack. Das war eine richtig gute Runde. Es geht halt eh wieder so, dass wir beim Start einfach direkt überholt werden vom Mercedes. Und dann geht das ja, wir müssen halt, dann wenn sie überholen wollen, müssen wir bremsen. Ach. Das geht niemals, aber ich will es probieren, weil wir haben... Ich glaube, das ist relativ, also vom Start bis zur ersten Kurve, die Distanz ist echt mega klein. Und wenn wir beide nicht total schlecht starten, dann kann das tatsächlich funktionieren, glaube ich. Das wäre halt unsere einzigste Chance, doch in der Konstrukteur irgendwas zu reißen. Ja. Ist halt schon hässlich, aber wie gesagt, ich wäre dafür. Ich glaube, es ist auch lustig. Meine F1 eben. 2018 hat ja auch schon angefangen. Eben. Das ist hier jetzt eh nur so, dass wir es halt beenden einfach. Und ja. Das meiste ist eh schon gelaufen. Klar kann mich Hamilton noch überholen, wenn er Erster ist und ich gar keine Punkte hole oder irgendwas. Der macht dich gleich kaputt. Ja, kann auch passieren. Ja, aber das ist wie gesagt. Ist da eine Box? Oh, wo ist denn die Box? Hier, ui. Jetzt fahre ich gerade raus. Okay, da können wir gleich wieder. Wir können. Cutten. Nee, es ist schon vorbei. Was? Ja. Ich bin gerade an die Box rausgefahren, aber ich sehe gerade. Eine okay, Sekunde ich bin Zeiler geblieben. Okay, warte mal, ich mach mal die Softbox an und starte die Kamera neu. Wir sehen uns gleich wieder. Es gibt doch einen kleinen Cut. Oder du kannst einfach weitergehen, keine Ahnung. Sehr gut. Ja. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass ich einen größeren Abstand zur Mike habe. Meine eine Runde, die ich gefahren bin, war ja echt nicht gut und dementsprechend ist der Abstand auch absolut okay. Hätte ich auf jeden Fall auch so in der Zeitordnung fahren können. Hamilton, Bottas. So Leute, bin wieder hier. Ja, das funktioniert alles, würde ich sagen. Was funktioniert? Oh, du die bist zwei Zeitabstände, ja, ja. Okay, perfekt. Ja, wir nicht verlassen. Möchtest du beenden? Nein. Beenden geht. So, jetzt haben wir die Einführungsrunde. Können wir es gleich sehen, wann wir dann so ungefähr bremsen. So, und was für eine Rennstrategie? Rot, gelb, rot ist meine Strategie. Ja, meine auch. Ich lasse auf 38 Runden, 2 Runden plus diesmal, Leute. Und 10, 14, 12, lass mal einfach so. Rot, gelb, rot ist okay. Man könnte erst mit Gelb fahren, dann Doppelrot. Aber das ist okay, das passt. Ja, ich mach das auch so. Ändert da jetzt nichts dran. Okay, Leute, das wird jetzt spannend mit unserer Taktik. Richtig geil. Ich blick mal kurz hinter mich. So mach ich das. Wie mach ich das so? Ja, okay. Also ich. Ja, man fährt erst ein bisschen hoch. Und dann... Hier schon bremsen oder wann sollten wir bremsen? Ja, schon locker davor. Davor schon? Ja, vor der Kurve, vor der ersten Kurve. Vor, genau, okay. Wie du mich jetzt eiskalt überholt hast. Ja, weil du so langsam warst. Okay, ich würde sagen, ich sag jetzt und wenn ich jetzt gesagt habe... Vollbremsung. Dann... Aber den Start sollen wir richtig voll durchdrücken, wenn du sagst jetzt, ja, dann Vollbremsung. Ja, genau. Okay, das kriegen wir hin. Oh Gott, was wird das? Und ich fahre links und du fährst rechts. Also, ja, nicht, dass du versuchst einzuschalten. Ich fahre nicht Ideallinie, ich fahre einfach rechts. Ja. Ich lasse dich dann auch vor und so. Also ja, das ist scheißegal. Ja, je nachdem, was passiert, das wird sowieso. Irgendwas geht in die Hose. Junge, stell dir mal vor, die ersten beiden Idioten fangen einfach komplett an zu bremsen. Die bleiben direkt nach dem Start einfach stehen oder so. What the fuck? Wahrscheinlich werden wir dann durchsichtig. Das wäre richtig hässlich. Das wäre richtig hässlich. Das kann aber auch passieren. Nee, das glaube ich nicht. Das wäre echt vom Spiel. Also, das hatte ich zwar einmal so, wo ich mich gefragt habe, wieso bin ich denn jetzt unsichtbar geworden? Aber... Ja, wenn man beim Start ja auch nicht gut wegkommt, dann fahren die anderen ja durch einen durch, ne? Also wenn ich jetzt vom Start nicht richtig... Ja, komme, aber wir bremsen ja einfach nur... Ja, also früher. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe einfach weiß mal... Weiß es auch nicht. Oh Leute, ich bin so aufgeregt. Ich hoffe einfach mal, dass das irgendwie klappt.
Okay, das wird witzig. Es wird halt deswegen witzig, weil es nicht klappt. Und die Strecke ist halt auch nicht so breit, das ist gut. Ja, sag ich ja, die Strecke ist echt eng, das ist kritisch. Also Vollgas und du sagst... Ja, jetzt. Wenn ich jetzt sage, voll aufs Eisen gehen. Ja. Das geht so in die Hose, Leute, das kann nichts werden, das... Es geht, du musst halt wirklich drauf achten, wo die Pfeile sind, weil der Pfeil muss quasi genau hinter dir sein, damit der dir wirklich drauf fährt, sonst fährt er an dir vorbei. Ich muss mich konzentrieren. Hamilton ist schon hinter dir und nicht mehr hinter mir. Jetzt! Okay, das hat absolut nicht funktioniert. Ich hau ihn irgendwie raus, keine Ahnung, was ich kann machen. Oh Gott! Wie ist unter der Crash? Also, der Frontflügel von Bottas ist kaputt. Echt jetzt? Ja. Ich versuch Hamilton in die Bande zu rammen, Gart. Ich glaube, ich habe ihn in die Bande. Oh Gott! Nein, aua! Junge! Du hast mich in die Bande gerammt! Ich hab einen roten Fuß. Ich auch! Aber Hamilton ist, glaube ich, raus. Ich weiß nicht, was mit Hamilton ist, aber ich habe den in die Bande gerammt, nachdem du mich in die Bande gerammt hast. Ich konnte nichts mehr machen, Alter. Was haben wir getan? Jetzt sind wir beide hin. Mit roten Frontflügeln. Aber Hamilton ist direkt hinter uns, ne? Oh, fuck, Alter. Das war auf jeden Fall die beste Taktik. Leute, wir haben es probiert, ne? Und Love Flash hatte ich auch. Ich glaube, wir hätten viel früher bremsen müssen. Lol, direkt nächstes, nach dem Start, wo nächstes sie Rennen. Direkt nach dem Start, wo sie wirklich noch richtig nah beieinander sind. Bottas? Achso, ist ja war der erste, der Fall war. Aber der, ich hab da Teile fliegen sehen. Wieso geht der nicht an die, ja, aber wieso geht der nicht an die Box? Kein Bock. Jetzt gehen wir beide, das ist ultra dumm, ne? Muss, aber ich hab komplett rot. Ja, ich auch. Was macht Hamilton? Der muss eigentlich auch fahren, ne? Ja, fährt er. Hamilton fährt er. Also den haben wir gekriegt, ne? Hamilton ist dran gewesen. Ach, scheiße. Das war geil. Hamilton überholt mich jetzt. Ja. Ich ramm den einfach nochmal weg, da kenn ich nix. Aber ich hab jetzt Geld bekommen. Leck mich. Ich habe extra weiß drauf gezogen. Ich könnte durchfahren, hoffentlich. Ich habe das nicht umgestellt. Oh, 11 Sekunden. Also Hamilton haben wir schon mal hinten. Ja, zum Glück so, Hamilton. Aber der fährt gar nicht so viel langsamer und wir sind jetzt auch voll hinten. Ja, aber zum Glück. Ach man. Zum Glück Hamilton. Du, dadurch, ihr seid da irgendwie so auf die Strecke gekommen, dass ich gegen euch gefahren bin. Ja, meinst du, Hamilton lässt sich in die Bande drücken, der hat voll dagegen gelenkt. Was soll ich dann da machen? Was ein Arschloch. Ja, was soll ich da denn machen, Alter? Also Bottas ist quasi fast hinter mir, ich könnte ihn jetzt nochmal töten. Ja, dann lass mal. Ich verliere, können eh nichts verlieren. Ja, schon noch ein bisschen weiter entfernt. Also, ich verstehe nicht, Alter, du hast gesagt... oh mein Gott. Du hast gesagt, dass Bottas einen roten Frontflügel hat und dann dachte ich, hey, jetzt musst du Hamilton aber auch irgendwie kriegen. Ja. Ich habe auch gesehen, wie Teile weggeflogen sind. Ich bin mir... Du hast dich gedreht, lol. Jetzt ja. Kommt Bottas, komm. Komm, mein Blatt. Er macht mich platt. Ich habe einen roten Frontflügel. Was? Als ob. Er hat mich platt gemacht. Die Rennkommissare haben das Deal. Er fährt einfach weiter, oder was? Ja, der fährt weiter. Hat er dich einfach... Okay, ich wurde überrundet. Hat er dich weggerammt und einfach weiter, oder was? What the fuck? Er hat mich in die Bande gerammt. Im roten Frontflügel. Also Leute, das machen wir wirklich nur, weil die andere Karriere schon gestartet ist. Ein bisschen witzig hier, das ist ja geil, echt. Ah, das war jetzt natürlich doof. Ja, wir kriegen das. Also wie gesagt, Hamilton gab mich ja dadurch, dass ich... Aber weiße Reifen sind auf der Strecke auch absolut ja, okay. Dachte ich mir schon. Junge, ich bin so gerutscht. Dadurch, dass Hamilton hinter mir ist, kann er mich nicht in der normalen Rangliste überholen. Das stimmt. Und wir holen Bottas einfach noch ein, 36 Runden. Aber ich muss eigentlich, ja, wir müssen jetzt den einen Red Bull eigentlich noch rauskicken. Beide. Also heute ist die Rauskick-Taktik. Scheiße. Wenn ich den Red Bull sehe. Oh, warte.
Ein Red Bull will an die Box fahren. Oder nee, ein Red Bull ist an die Box. Ja! Okay, Bottas ist 19. Echt jetzt? Ich habe ihn doch erwischt. Ja! Er hat mich zwar auch erwischt, aber ich habe ihn auch erwischt. Ich überrunde dich gleich und ich bin 17. Du hast mich überrundet. Nein. Doch, doch. Ich war hier gerade außer Box. Ich bin das nicht. Ich bin ja noch nicht. Also ich bin hinter dir, aber ich habe dich nicht überrundet. Ja, ja, guck. Ja, aber fast. Ja, fast, aber nicht überrundet. Ich habe ja gesagt, ich überrunde dich gleich. Was für ein Platz ist das hier hinter mir? 16. Hamilton ist hinter mir. Ich bin 17. Ja. Also, Bottas ist jetzt... Bottas ist 19. Junge, guck mal, wenn wir jetzt erst und zweiter werden, die nicht so gut fahren wie wir. Junge, dann ging die Taktik ja noch ab. Ja, jetzt müssen wir uns nur nach vorne arbeiten. Ja, also bei mir ist es einfacher, weil mich hat halt nicht die Hälfte der Leute überrundet. Alter, what the fuck. Du musst halt... Mich hat mehr als die Hälfte überrundet. Ja eben, du musst halt alle zurück überrunden. Junge, was hast du für Reifen? Wie kacke fährst du denn? Gelbe, ja, absolut kacke. Jetzt hattest du kurz Roboter. Nee, du hast Roboter. Das ist dein Nein. Up- und Download. Ich guck grad. Doch. Also jetzt habe ich gerade Upload verkackt, aber... Ja. Jetzt höre ich wahrscheinlich auch Roboterstimme an. Jawohl. Vor mir ist Ricardo. Der ist Platz 15. Oh, sehr gut. Junge, wir haben alle Guten einfach nach hinten geballert. Ich meine, wir sind auch... Auch Verstappen ist auch noch nah. Wir sind auch dran. Hinten, ne, aber... Oder war Verstappen der vor mir? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, Verstappen ist noch vor mir. Aber Ricardo kann man so nicht aufholen. Aber ich will Platz 4 werden. Mann! Brauch Punkte. Ja, das aber ich schaffst war jetzt noch. Schon zweimal an der Box. Das schaffst du noch, locker. Locker. Nicht auf dieser Strecke, Alter. Guck mal, ich fahr voll gut. Also Hamilton fährt nicht so gut wie ich. Toll. Wir müssen einen Boxenstopp gegen Hamilton rausfahren. Du rammst den einfach nochmal. Also wenn ich die Chance kriege, dass ich Ricardo irgendwie... Wir bekommen gleich erstmal eine blaue Flaggenstrafe, Alter. Achso, ja, so dann fahren wir ein bisschen langsamer. Ach, das bist du? Ja. Warte, du kannst dich gleich auf Stadt C überholen. Bis dahin hast du schon eine Strafe wahrscheinlich. Nein, nein. Drück einmal auf die Bremse und fahr halt nicht auf der Ideallinie. Sonst hast du mir auch so. Ich bin nicht so nah hinter dir, aber es ist halt trotzdem scheiße. Ich krieg dich nicht, ne? Ausgezeichnet, das ist eine neue jetzt halt. Schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Dankeschön. Ein Ding. Jetzt musst du wirklich Gas geben. Ich weiß. Alter, ein Boxenstopp ist absolut Killer hier auf der ja, Strecke. Ja, die dauern echt. Wurde durch einen Boxenstopp überrundet. Ja, wir können das noch packen. Guck mal, die sind alle hintereinander da vorne. Na, das stimmt. Also das ist schon noch machbar. Ich hoffe, dass Hamilton das nicht mehr schafft und Bottas. Also wenn die können zwar in den Punkten, aber halt so 9. und 10. oder so, das wäre okay. Ich hoffe, ich halte dich nicht auf, weil du bist schon recht schnell hinter mir. Nö, fahren im Vergleich, wenn ich nicht so viele Fehler machen würde. Mann, Verstappen darf eigentlich auch keine Punkte. Ricardo und Verstappen dürfen keine Punkte bekommen. Ja, Ricardo weiß ich nicht, der ist Platz 15, der ist direkt vor mir jetzt, statt Ziel hier. Sehr gut. Also ich kann ihn halt schlecht aufhalten, weil ich muss halt auch gucken, dass ich jetzt erstmal nach vorne komme. Du musst ihn einfach töten. Wahrscheinlich killt er mich. Kennen wir ja schon. So wie Bottas. Alter, der hat mich einfach in die Bande geschoben. Ja, der ist mir halt draufgefahren und hat mich, aber weil er sowas von ultra viel schneller war, der hat mich so geschubst, aber wirklich so von gefühlt 0 km/h wurde ich richtig beschleunigt und in die Band geschmissen. Einfach. Hatte gar keine Chance. Nix. Okay, Ricardo ist in greifbarer Nähe. Und ich dreh mich. Achtung! Oh. Der ist nämlich beinahe zum zweiten Mal getötet. Ich?
Warum habe ich dich zum ersten Mal getötet? Ja, beim ersten Mal, als du mit Hamilton zurück auf die Strecke gekommen bist. Mann, ich konnte dafür auch nichts hier gerade. Ich habe ultra abgebremst. Das war richtig knapp. Du hättest mich auch weggefetzt. Das war so knapp, weil du hast auch Vollgas einfach gedrückt. Ja, ich muss ja vorbei. Mann, jetzt habe ich den Abstand zu Ricardo wieder verloren. Das ist ärgerlich, aber die Strecke, ich habe ja schon vorher gesagt, die Strecke ja, ist assi. Ja, ist sie auch, finde ich auch. Ich habe drei Autos hier vor mir. Wir waren auch assi hier auf der Strecke. Ja, das stimmt. Man muss halt irgendwie alles so, was die Strecke macht, macht man mit. Ja. Oh Gott! Was? Außerhalb der Strecke wird überholt. Easy. Nein, ich habe einen hellgrünen... Das ist aber frech. Weißt du, ich mache mir meinen Frontflügel beim Überholen kaputt und Ricardo überholt einfach mit. Digga, ich mach dich kaputt. Okay, nicht. Du Spaß. Also Leute, die Folge müsst ihr aus beiden Sichten sehen. Hier passiert überall was, Alter. Das ist ja richtig geil. Ach, Wehrlein! Ernsthaft, der Typ. Need for Speed. Oh, Leute, ernsthaft, Wehrlein. Oh, ich hol dadurch auf euch auf, ne? Asozialen. Mann, jetzt habe ich einen gelben Frontflügel. Ja, fahr einfach. Naja, mache ich auch. Gelbe Reifen, gelber Frontflügel, das passt. Das ist richtig geil. Hätte ich eigentlich mit roten Reifen auch mit einem roten Frontflügel draußen bleiben. Ja, natürlich. Das sind die Regeln. Ja. Was sagen die Reifen eigentlich? Also noch ist Kühert auf 17, ne? Also Hamilton hat ihn noch nicht überholen. So, jetzt bin ich hier hinter Eriksen und Wehrlein und Ricciardo ist jetzt vor Wehrlein auch. Hat Hamilton mich eigentlich... Nee, Hamilton hatte mich nicht überholt. Nee. Überrundet. Ich meine, ich hab dich ja. Jo, danke. Nein, du warst Eriksen. Der Letzte. Wir sehen die Ringfügelgeschäden am Frontflügel. Schonen den Wagen, bis wir ihn hören. Alter, jetzt bekomme ich wieder blaue Flagge, weil ich die alle überholt hab. Wann soll ich denn hier überholen, Mann? Ich habe mich einfach außerhalb der Strecke über den Rasen einfach überholt, weil es sonst nicht geht. Ja, es geht halt. So ja, man rutscht da ultra weg, aber ich habe es einfach riskiert. Ja, es geht halt auf der Strecke, geht's wirklich nicht. Ja, auf der Strecke geht's halt echt nicht. Ich ramme ihn jetzt einfach weg. Tschüss, Wehrlein. Absolut auf. Ich habe ihm voll den Reifen weggekickt, quasi. Mit meinem Reifen an seinen Reifen. Barts, Alter. Ricardo gewinnt aber ultra Abstand gerade zu Wehrlein. Er gibt richtig Gas. Aber ich komme jetzt hinter dir. Dich kriege ich. Mann, es ist so traurig. Ich bin bei Platz 12, aber ich muss sie nicht überholen. Ich muss sie überrunden erst. Also zurück überrunden. Ja. Also ich weiß nicht, ob du das schaffst, auch nicht aber schlecht. Du musst echt... Eigentlich müsstest du schaffen. Ja, ich bin echt gespannt, auf was für Plätzen ich dann bin, wenn das Boxenstoppfenster sich öffnet. Also dann sieht man es zuerst, würde ich sagen. Jetzt kann man das echt noch nicht abschätzen, ob das was wird oder nicht. Ich hoffe. Also ich kann es zumindest nicht abschätzen. Also ich glaube, ich muss nur noch einmal in die Box. Ich hoffe, also ich würde gerne nur noch einmal also in die Box. Also ganz ehrlich, ich würde auch lieber nochmal mit Gelb fahren, wenn ich dadurch nur einmal gehen würde. Das stimmt. Weil ich war rot und dann gelb einfach. Ja, ich wäre rot, weiß, gelb, gelb. Ja. Nicht ganz der Plan, also ich fahre jetzt auf gelb, dann fahre ich ein bisschen länger als die auf rot fahren. Und dann nochmal auf gelb. Ja, weil die wechseln ja dann... Oh, Ricciardo, du... Mann! Er hat mich fast gedreht. Aber nicht nur fast. Ich bin direkt hinter ihm wieder. Dich mach ich platt! Sehr gut, töte ihn. Jo, ich ramm ihn gleich weg, okay? Ja. Jo. Boah, da sind so viele Autos jetzt vor mir. Fuck. Geh weg! Ah! Hilfe! Ich habe ihn überholt, das war knapp. Oh, wir haben uns. Ich habe eine richtige Perlenkette jetzt vor mir, Alter. Ein bisschen heftiger gebettelt als sonst bei Überholmanövern. Ja, die sind alle da. Das können es da alle zurück überrunden halt wieder. Ja, die sollen mal alle jetzt lieber an die Box gehen. Also, ich würde uns beiden empfehlen, auf Gelb halt länger zu fahren. Bis die wechseln dann halt auf Gelb. Und dann wechseln wir irgendwann auch wieder nochmal auf Gelb.
Und die wechseln ja dann nochmal auf Rot. Also dann hätten die sogar einen mehr als wir jetzt momentan. Nee, nicht als ich. Ja, nee, nicht allgemein, sondern halt so. Weil du fährst jetzt noch einmal und die fahren ja noch zweimal alle. Ja. Ja, dann hätten wir. Also ich würde nur einmal nochmal auf Gelb wechseln. Und die fahren alle noch zweimal. Also das ist alles locker easy. Bitte geht alle an die Box. Oh mein Gott. Einer fährt. Es fahren vielleicht ein paar. Zwei fahren, drei fahren, okay, drei sind an der Box, vier sind an der Box. Und die wechseln jetzt auf Gelb und dann später nochmal auf Rot und wir wechseln nur noch einmal. Das ist eigentlich ganz praktisch. Oh, ich sehe dich da im Fight. Oh, das war hier gerade Reifen an Reifen. Das ja, das kenne ich irgendwo, ja. Das fahren. Ich bin jetzt bei Platz 6. Dann hat die viele an die Box gerade nochmal. Platz 6 ist Perez. Oh Mann. Ich bin. Ich glaube, ich muss gleich unterwegs. Gleich wieder hinter Verstappen töten, sonst wird das nichts. Also, Force India kann mich, glaube ich, nicht mehr so richtig einholen, je nachdem. Diese Renntaktik dieses Mal. Ich muss gleich Verstappen mal so auf meinem Vorbeigehen erstmal killen. Ich muss dann wirklich an den vorbei, aber ich bin gleich wirklich. Ich habe gleich Platz 1. Es ist halt wirklich so. Ich bin ganz vorne. Ich bin ein Auto hinter dir. Ich bin direkt hinter Perez. Bloß, dass ich halt nicht überrunde, ja, sondern ich fahre halt richtig. Also ich bin Alter, Zitter. Okay, das ist echt krass. Jo, Perez. Blauer Flagge. Alonso ist auf Platz 3? Was? Wie er rumschreit. Ja, der geht an die Box jetzt, glaube ich, oder? Nee, die gehen alle nicht an die Müssten Box. Müssten aber irgendwann in die Box. Was haben die für Reifen? Gelb. Ah, die haben mit Gelb gestartet, dann machen die ja gelb-rot-rot wahrscheinlich. Also Verstappen ist auf Platz 2, du musst ihn töten. Ich muss ihn. Bitte. Ich weiß nicht wie. Sonst komm ich nicht mehr an ihn ran. Wenn er wirklich Platz 2 am Ende wird. Ich halte ihn einfach auf, okay? Weil töten, dann riskiere ich, dass ich halt mich selbst töte. Ich kann ihn später töten, wenn ich dann sowieso an die Box muss. Ansonsten bremse ich ihn einfach in jeder Kurve Ulke aus. Das kann ich machen. Das wäre unmöglich. Ja, spät die Bremse, das war nicht gut. Ich versuche ihn gleich selber zu töten beim Überholen. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Ja, da fliegen Teile, ich weiß es nicht. Ja, sehr gut. Es sind kleine Teile geflogen. Oh, ich drehe mich fast. Ich war auf dem Gras, ich habe ihn auch auf dem Gras überholt gerade. Ja, er überholt mich zurück in der Kurve, ja, kennt er nix. Mach seinen Frontflügel ganz kaputt. Nee, Hülkenberg war das, meine ich. Ocon ist auf Platz 1. Ja, die sind mit Gelb gestartet, die gehen alle noch zweimal in die Box. Ein paar, die mit Rot gestartet sind, waren schon in der Box, deswegen sind die hier vorne. Jetzt ist er in der Box. Ich bin Platz 1. Ja. Bitte fahr nicht an die Box. Oh, keine blauen Flaggen mehr. Was ein Arschloch, ich bin direkt hinter Alonso. Wo ist. Verstappen war an die Box, ne? Verstappen ist an die Box gefahren, ja, ich sehe ihn nicht. Wahrscheinlich mehr. Regulär. Ja, aber ich wollte ihn ja wegrammen. Jetzt ist Alonso erster und ich bin zweiter gerade. Alonso ist erster. The fuck, Alter. Ich werde mich schon noch irgendwie hochkämpfen, glaube ich, ganz ehrlich. Ja, glaube ich. Also ich versuch's zumindest. Du musst jetzt, also du hast jetzt ich komme eigentlich ganz gut voran. Du hast jetzt freie Bahn und wir gehen alle nochmal in die Box. Alle. Jetzt gehen alle nochmal. Ja. Also du musst einfach nur die Zeit in diesen noch 22 Bottas Stunden. Bottas ist halt immer noch Platz. Naja, okay, logischerweise, wenn ich Platz 19 immer noch bin, ist logisch das. Aber es ist noch keiner ausgeschieden, aber Bottas ist Platz 20, das ist ganz ordentlich. Das ist echt ganz ordentlich. Und Hamilton wird auch nicht so viel aufgeholt haben. Stimmt, das siehst du ja jetzt gar nicht. Scheiße. Also ich sehe auf jeden Fall Eriksen ist auf Platz 8. Ich bin erster jetzt. Sehr gut. Okay. Reifen. Boah. Oh Gott, die Reifen sind ja gar nicht mal so gut jetzt. Weißt du, hätte ich mich das eine Mal nicht. Also, das mit Bottas, wäre das nicht passiert, aber ich bin mir nicht sicher, ob das entscheidend ist. Also, das ist eigentlich, dass er an den Box gegangen ist, ist eigentlich schon entscheidend. Wie sollen wir das machen? Wie weit ich jetzt noch. Wie viel Prozent hast du auf den Reifen? 36 gerade und 42, 29, 34. Okay, und meinst du, man kann noch mal mit Gelb durchfahren? Aber wir fahren jetzt seit 15 Runden auf Gelb. Ja, wenn man so
19 oder so, Runde 18, 19 oder so an die Box geht. Ich muss halt meinen Frontflügel, würde ich halt dann nochmal wechseln, aber dann nochmal mit Gelb. Ich glaube, das müsste funktionieren. Ich hoffe, weil ich habe ein bisschen mehr als du, aber ich probiere es auch einfach. Es wird schon nichts schief gehen. Ich fahre sie jetzt richtig aus. Sie platzen ja nur bei 70 oder so. Ich fahre die jetzt richtig aus. Weil ich bin eh erst und hinter mir ist Alonso, WTF. Ja, der war wahrscheinlich einfach noch nicht an der Box. Ja, war der auch nicht, aber denk nicht, dass der so aufholt, ne? Nee, nee. Deswegen fahre ich die jetzt richtig aus. Kurz bevor sie platzen oder so, gehe ich dann mal an die Box. Und dann wechsle ich nochmal auf Gelben. Die fahre ich natürlich dann auch aus, weil es sonst nicht klappt anders. Ja, mein Boxenstopp wird dann wieder leider ein bisschen länger dauern wegen Flügel reparieren, aber... Also die Mercedes haben wir auf jeden Fall gut weggekickt. Ich würde gerne wissen, wo Hamilton ist, aber die dürften nicht in die großen Punkte kommen. Wir hatten ein paar und 70 Punkte Abstand, oder? 68. 78 Punkte? 68? Ja. 60, sicher? Ja. Nicht 70? Ja, sicher. Okay. 43, glaube ich, wenn wir Erst und Zweiter werden, bekommen wir... Also das heißt... Ja, die werden bestimmt irgendwie Punkte bekommen, aber halt ganz wenig, weil... Glaubst du? Also Bottas bekommt, glaube ich, keine Punkte. Ich weiß nicht, wo Hamilton ist. Ich glaube, der ist schon so... Bottas 16, müsste 15. immer noch überrundet sein. Also der bekommt mit Sicherheit keine Punkte. Aber Hamilton kann bestimmt was bekommen. Aber ich hoffe, nichts Gutes. Das hoffe ich auch. Alter, man muss auf der Strecke so aufpassen, dass man sich nicht selber rausdreht. Aber ich habe... Absolut freie Bahn, ich weiß, gar nicht. Ich bin nur ein bisschen hinter dir. Aber es ist auch noch weit genug entfernt. Also bitte fahr das einfach gut. Ich lasse das jetzt auch mal offen, auch wenn das vielleicht meine Zuschauer nicht so mögen. Was, das Reifending? Ja. Ist immer auf. Also fast immer. Ich, das ich will das immer auf, wissen. Aber ich will das jetzt auch unbedingt wissen, weil ich bin bei dem einen schon bei 52. Aber ich fahre die auf jeden Fall noch, da kenne ich jetzt gar nichts. Reifenstatus. Okay, er sagt dies. Wann bist du? Du bist auch nach Runde 1 auf Rot gewechselt, oder? Auf Gelb. Ja. Okay. Direkt auf Gelb gewechselt. Und ich habe jetzt 50%, 52. Also man kann es schon schaffen, mit denen durchzufahren. Ja, also man muss sie halt wirklich ausfahren. Du kannst jetzt nicht wie in manch anderen Rennen sagen, hey ja, bei 40% oder 50% auf jeden Fall wechseln. Also ich glaube, dass ich schon so an die 60% rankommen werde, locker. Soweit werde ich sie noch fahren. Weil er hat gesagt, sie sollten noch eine Weile durchhalten. Keine Bestleistung erzielen, aber noch eine Weile durchhalten. Und das ist ja das Einzige, was zählt. In der Tat. Ich glaube, ich würde eine Runde gerne vor dir in die Box gehen. Wann willst du an die Box? Ich denke Runde 19 oder 20. Ui. Was? Also, dann nehme ich Runde 19. Okay, 20. Ja, boah, das mein Boxenstopp-Fenster geht von 15 bis 20. Also ich würde schon gerne am Ende gehen. Aber das Ding ist, ich habe halt auf dem einen Reifen jetzt gerade 55%, wenn ich noch länger warte. Ja, ich habe auch 55%. Es kann sein, dass der hintere dann irgendwie bei 70 oder so, kann es ja sein, dass er platzt. Und wenn der jetzt bei 55 ist, noch ein paar Runden damit. 25 Sekunden habe ich auf Wehrlein-Abstand. In welcher Runde bist du gerade? 17. Ich bin in Runde 18, ich bin direkt hinter dir. Scheiße, stimmt. Aber ich könnte durch blaue Flagge wieder andere aufhalten, das ist vielleicht auch ganz gut. Heute machen wir Scheiß-Taktiken. Ocon fährt durch, hat weiße Reifen, sehe ich. Platz 3. Grosjean hat auf Rot gewechselt, der hatte Gelb, Rot-Rot fährt er jetzt. Ja, dann fahr einfach. Wann fährst du dann? Wenn bei mir 19 ist, ist bei dir 20. Das ist das Problem. Dann muss ich nächste Runde schon fahren. Oder du musst nach mir fahren. Nee, ich will vor dir fahren wegen meinem Frontflügel. Dann ist besser, je früher man ich wieder einen heilen Frontflügel habe, desto besser. Also wechsle ich nächste Runde. Oh shit. Ich bin tot. Ich wechsle nicht nächste Runde. Als ob du ganz Scheiße. Raus bist. Ich bin ganz raus, oh, nee. Nein. Fuck. Das hättest du noch schaffen können.
Wieso bin ich nicht diese Runde in die Box gegangen? Das ist jetzt doof. Das ist sehr doof. Wo ist Hamilton und so? Das kannst du mir jetzt sagen. Ja, das stimmt. Ich bin jetzt wieder Mikes Boxenfunk-Assistent, Leute. Ach, Bottas ist ganz raus. Echt jetzt? Ja, Bottas ist ganz raus. Den hast du richtig gegeben. Das seht ihr jetzt in meiner Aufnahme noch. Und Hamilton ist auf Platz 15. Leute, schaut bei Mike vorbei. Bei mir geht es jetzt ganz normal weiter. Jan ist auch hier am Start, weil es Boxenfunk. Ich freue mich auf das nächste Rennen. Es ist, glaube ich, aber rechnerisch. Wir müssen wirklich vor der nächsten Folge alle Szenarien nochmal durchrechnen. Die sagen wir euch dann. Das wird mega spannend und ja, in der Infokarte ist auf jeden Fall auch schon F1 2018 verlinkt, also schaut auf jeden Fall vorbei. Ja, mega geil. Bedankt mich, haut rein. Tschüssi. Hui.